Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich meinen Lesemonat Februar für euch. Im Februar habe ich, ich glaube, 8, 9, ich weiß es gerade nicht genau, sehen wir ja gleich, Bücher gelesen. Nicht so viel, wie ich wollte, weil ich hatte 3 Wochen Urlaub und die erste Woche habe ich relativ viel gelesen. Dann hatte ich einen Book Hangover, dann ist der Krieg ausgebrochen und dann hatte ich andere Gedanken als Lesen, was ihr wahrscheinlich verstehen könnt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt natürlich meinen Lesemonat vorstellen, aber wir fangen an mit 2 Büchern aus dem letzten Monat, also Lesemonat Januar, ja doch, oh Gott, wir haben schon März, über die ich letzten Monat noch nicht ganz so viel verraten durfte, weil sie eben noch nicht erschienen waren. Das war einmal Ballet School von der Gina Meyer aus dem Dragonfly Verlag. Dort geht es um ein junges Mädchen, was Ballett eigentlich total kacke findet, weil ihre Mutter aufgrund von Ballett, also da ist was Schlimmes passiert. Und ihre beste Freundin ist aber total Ballettfanat und sie hat jetzt eine Wette verloren und soll eben mit dieser zusammen dann eine Unterrichtsstunde nehmen. Sie hat darauf eigentlich überhaupt keine Lust, aber als sie dann dort anfängt, merkt sie, dass es ihr super viel Spaß macht. Und bald schon nimmt Ballett eben eine total große Rolle in ihrem Leben ein. Und das führt aber dazu, dass sie mit ihren Großeltern ein bisschen Streit hat, weil bei denen wohnt sie eben, weil ihre Mutter eben verstorben ist. Und die wollen natürlich nicht, dass ihr das Gleiche widerfährt. Und ich war total gespannt auf diese Geschichte, weil ich habe zwar nie Ballett getanzt, aber ich finde, Ballett ist einfach eine wunderschöne Sportart. Und es gibt halt nicht wirklich viele Bücher über das Ballett, gerade für die Jüngeren nicht. Also das Buch würde ich so ab 12 empfehlen. Dazu sage ich gleich auch nochmal was, weil ich das mit dem Alter nämlich ein bisschen schwierig fand. Und ich hatte eben total große Hoffnung in dieses Buch, muss aber gestehen, dass es mir nicht so gut gefallen hatte. Es hat 2,5 Sterne von mir bekommen. Ich fand, dass es sehr lieblos geschrieben war. Es war irgendwie einfach so runtergeschrieben. Zwar wurden viele Ballettpositionen und so erwähnt, das war wohl auch gut recherchiert, aber die Geschichte wirkte einfach sehr lieblos, fand ich einfach. Und sie ging auch total schnell irgendwie. Innerhalb von 50 Seiten ist so viel passiert. Und das Buch war auch nicht so lang, ich glaube 180 Seiten oder so war es lang. Und da ist so viel passiert und ich fand, das war so viel gequetscht, das hätte ein längeres Buch werden müssen. Und manche Sachen haben für mich auch nicht so viel Sinn gemacht. Ich glaube, in dem Buch sind 2 Jahre oder so vergangen. Das heißt, die Protagonistin war dann hinterher 13 oder so und dann wurde von einer Party erzählt, wo ein Junge einen Alkoholabsturz hatte. Und ja, ich weiß, dass Jugendliche früh anfangen zu trinken manchmal, aber ich finde nicht, dass das in einem Kinder- und Jugendbuch unbedingt so, also nebenbei thematisiert werden muss. Und ja, das war leider eine Enttäuschung für mich, kann ich von daher nicht empfehlen, leider. Ein Buch muss ich euch jetzt auch hier einblenden, weil ich das nur als Leseexemplar hatte und das schon wieder zurückgegeben habe, weil es nicht bei mir im Regal stehen haben muss. Ja, sehr schade. Ist übrigens der Anfang einer Reihe, aber wie gesagt, ich kann es halt leider nicht empfehlen. Dann ein Buch aus dem Löwe Wow Verlag, was ich total empfehlen kann, von Jochen Till. Das ist ja der, der auch die Lucifer-Reihe geschrieben hat, ist die Freier und die Furchtlosen. Super gut gemacht. Da geht es nämlich um eine Wikinger-Horde. Und die möchten gerne jetzt sich ein Dorf aussuchen, was sie überfallen, alles niederbrennen und Leute ermorden. Also man muss für das Buch Humor haben, sage ich mal. Also man muss vorsichtig sein, wenn man es verschenken will, ob die Eltern diese Art von Humor gutheißen oder nicht. Die Wikinger sind nämlich ein bisschen blöd und nicht so erfahren und treffen dann auf ein Dorf, was wohl schon gebrandschatzt wurde und so weiter und so fort und was eben schon zerstört ist und treffen dort auf ein junges Mädchen. Und die flößt denen unglaublich viel Angst ein und möchte ihnen eben zeigen, wie sie halt richtige Wikinger werden. Und das Witzige daran ist, dass sie die dazu dann eben ausbildet, das Dorf wieder aufzubauen und schließt sich aber trotzdem dieser Wikinger-Truppe an. Und es war super witzig gemacht. Das ist halt so ein Kindercomic, sag ich mal, so 9 Jahren. Super für Kinder, die halt nicht so gerne lesen, aber echt super witzig mit einem ganz schwarzen Humor wirklich. Und ich fand es total super. Also ich kann es echt nur empfehlen. Hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Ich bin gespannt auf den nächsten Band. Da soll nämlich, glaube ich, nochmal irgendwann einer rauskommen. Genau. Das waren die Bücher aus dem letzten Monat, die ich euch noch eben vorstellen wollte. Und jetzt fangen wir an mit dem Lesemonat Februar. Als erstes habe ich eine Reihe beendet, nämlich von Christina Henry, die Chroniken von Alice. Das ist der 3. Band, Dunkelheit im Spiegelland, aus dem Penhaligon Verlag. Wieder einmal kann ich nur sagen, dass ich die Ausgaben wunderschön finde mit dem schönen Buchschnitt und dass die so Kasten
förmig einfach sind. Ja, das Buch hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen tatsächlich. Es hat von mir 3 Sterne bekommen. Es ist eine Sammlung von, waren das 3 oder 4 Kurzgeschichten? Ich glaube 4. Ja, 4, genau, 4 Stück. Das spricht auch schon davon, dass das Buch mir nicht sonderlich im Gedächtnis geblieben ist. Es sind eben 4 Kurzgeschichten aus diesem Universum, wo es einmal um eine Verwandte von Alice geht, einmal um Alice selbst, dann einmal um Hatcher und einmal nochmal um Alice und Hatcher zusammen, also wie es für die beiden insgesamt ausgeht. Die erste Geschichte um Alice Verwandte hätte gut werden können, aber ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die hinterher in anderen Büchern nochmal auftaucht, die Christina Henry geschrieben hat, aber so hat das alles für mich jetzt überhaupt, also keinen Mehrwert gehabt einfach. Wir begegnen Grinser auch nochmal und auch über den hätte ich mir einfach nochmal mehr gewünscht. Darum die Kurzgeschichte fand ich nicht schlecht, aber hat halt einfach nicht so viel Sinn für mich gemacht. Die Kurzgeschichte über Alice fand ich auch komplett sinnbefreit, weil es einfach nur wieder darum ging, dass Alice ihre magischen Fähigkeiten nicht beherrscht, aber dann irgendwie doch stärker ist als alle anderen und dass sie ja selbst glaubt, sie ist nicht unabhängig und dann doch beweist, sie ist unabhängig und ja, hatte auch für mich wieder irgendwie wenig Sinn, weil ich fand, davon war schon sehr viel in dem letzten Buch eben vertreten. Dann die dritte Kurzgeschichte, das hat das Ganze nochmal für mich gerettet, da ging es eben um Hatcher und die war richtig, richtig gut, da ging es halt um die Vergangenheit von Hatcher, über die ich jetzt nicht mehr erzählen will. Für die Leute, die die Reihe nämlich noch nicht gelesen haben, möchte ich nicht spoilern. Ach ja, das ist übrigens, also der erste Band, der hat mir sehr gut gefallen, den kann ich auch total empfehlen, würde ich aber halt nur den ersten lesen. Die Chroniken von Alice ist halt so ein dunkles Horror-Retelling, sag ich mal, von Alice im Wunderland natürlich. Ja, und die vierte Geschichte, wie es mit Alice und Hatcher ausgeht, fand ich auch wieder nicht so spannend. Also ja, kann ich nicht ganz so empfehlen. Wie gesagt, ich habe die Bücher trotzdem, ich werde sie auch behalten, weil ich sie wunderschön finde und weil mir der erste super gefallen hat. Aber von dem zweiten und dritten Band der Reihe war ich einfach enttäuscht und die waren für mich überflüssig. Und dann habe ich ein Vorlesebuch gelesen, nämlich Emil Einstein, die streng geheime Tierquasselmaschine von der Süßer Kolb aus dem Koppenrad Verlag. Das ist eine total niedliche und süße Vorlesegeschichte, die man so 5-6 circa machen kann. Es geht eben um Emil und der ist viel allein zu Hause. Seine Eltern sind beide Tierärzte, deshalb hat er auch total viel Kontakt zu Tieren und überlegt sich, dass es ja eigentlich cool wäre, wenn man mit Tieren sprechen könnte. Das trifft sich sehr gut, weil Emil ist nämlich ein kleiner Erfinder und beschließt dann eben eine Maschine zu erfinden, wo er mit denen dann sprechen könnte. Das gelingt ihm auch. Und was die Tiere zu sagen haben, das schockiert ihn so ein bisschen. Ist eine süße Abenteuergeschichte, die aber nicht zu spannend ist. Also für Kinder, die sich schnell gruseln, ist das auf jeden Fall was. Wie gesagt, halt nicht zu spannend. Hat mir ganz gut gefallen, hat 4 Sterne von mir bekommen mit sehr süßen Illustrationen. Ich bin mal gespannt auf den zweiten Teil, der ist jetzt ja auch schon raus. Den würde ich auch noch lesen, falls er mir mal irgendwann in die Hände fällt. Dann habe ich einen zweiten Teil einer Reihe gelesen, nämlich Das Monster in der Nacht. Da ist der zweite Das Monster im Zirkus. Und das Ganze ist von Mats Strandberg geschrieben, der ja eigentlich ein schwedischer Horrorautor ist. Und das merkt man in diesem Buch auch sehr wieder. Das Ganze ist ja eh so eine kleine Horrorgeschichte für Kinder ab 8 theoretisch. Und das finde ich etwas schwierig. Weil die Schriftgröße, die ist super für Kinder ab 8. Aber schon der erste Teil war relativ gruselig. Und der zweite, das kann aber auch sein, weil ich einfach sehr sensibel bin, was Clowns angeht. Der zweite, den fand ich nochmal einen Ticken gruseliger. Den würde ich tatsächlich fast eher ab 10 empfehlen. Weil es eben in diesem Zirkus einen gruseligen Clown geht. In Monster in der Nacht geht es nämlich um einen kleinen Jungen, der vom Nachbarshund eher gezwickt als gebissen wird und sich daraufhin jede Nacht eben in ein Monster verwandelt. Und er ist aber kein wirkliches Monster, also er sieht aus wie ein Werwolf. Ist aber eigentlich nur ein Hund, der gestreichelt und gekrault werden und spielen möchte und neue Freunde finden möchte. Und die ganzen Leute in dem Dorf verstehen das aber irgendwie nicht. Und ja. Ja, also der zweite hat mir nicht ganz so gut gefallen, hat 3 Sterne von mir bekommen. Ich möchte trotzdem jetzt noch den dritten lesen. Ich finde auch die Zeichnungen total super. Die sind von der Sophia Falkenheim.
Fackenheim gemacht worden. Und ja, aber halt für Kinder finde ich es schwierig, einfach von der Gruseligkeit her, ob das geht oder nicht. Dann habe ich eine Reihe beendet, nämlich die Ministry of Souls-Reihe vom Akram El-Bahai aus dem Löwe Verlag. Das hier ist der zweite Band, die Schattenarmee. Das Schattentor war die erste. In Ministry of Souls geht es um Jack, das spielt Ende des 19. Jahrhunderts, meine ich. Und der lebt in London und gehört einer Geheimorganisation an, die sich eben Ministry of Souls nennt. Diese Männer sind dafür gedacht, um eben Seelen auf die andere Seite zu bringen. Also wenn jemand verstirbt, spürt er den Geist auf und bringt ihn auf die andere Seite eben. Und Jack ist ein angehender Soulman, und weil es aber einen Anschlag in London oder einen Unfall gab, sind alle anderen abgestellt und er muss jetzt zu einem Einsatzort. Und es ist aber nicht irgendein Einsatzort, der ist nämlich am Palast der Königin. Und dort wurden die Abgesandten aus dem Orient eben ermordet. Und er weiß erstmal gar nicht, was da vor sich geht. Und merkt direkt, sorry, ah, jetzt geht's wieder, jetzt habe ich nur Tränen in den Augen, so, jetzt geht's wieder. Und er merkt eben, dass da irgendwas nicht so ganz stimmen kann, und sieht dann auch, dass eine der Personen, die Prinzessin, nämlich noch lebt und nimmt sie mit auf die andere Seite, obwohl sie halt noch lebt, was strengstens verboten ist. Und dann kommt eben raus, dass dort etwas vor sich geht, mit dem keiner gerechnet hätte. Eine ganz große Verschwörung. Und es ist ganz witzig gemacht. Ist so humoristische Fantasy mit ganz viel Katzenliebe auch. Der erste hat mir damals ganz gut gefallen. Der zweite hat mir auch noch okay gefallen, aber konnte mich halt nicht so überzeugen wie der erste, weil ich einfach fand, dass es sich sehr gezogen hat. Und ich fand, dass viele Witze irgendwie ständig wiederholt wurden, und das hat mich so ein bisschen gestört. Dann hat der zweite Band nur 3 Sterne von mir bekommen. Und dann habe ich noch einen zweiten Band gelesen, den ich aber leider nur als E-Book gelesen habe, den ich mir aber auf jeden Fall noch als Buch zulegen möchte. Den ich unfassbar empfehlen kann, das war echt eines meiner Monatshighlights, nämlich Wir gegen euch von Frederik Backmann aus dem Fischer Verlag. Und oh mein Gott, ich liebe es. Ich muss unbedingt mehr von dem Autor lesen. Ich habe ja vor ein paar Jahren den ersten Band gelesen, Kleine Stadt der großen Träume. Und es geht halt um eine kleine schwedische Stadt, mitten im Wald eigentlich, die nichts vorzuweisen hat, außer einen Eishockey-Club. Und die jungen Spieler, die halt eigentlich Jugendliche da drin sind, die streben halt gerade in der Liga so ein bisschen aufwärts und sind deshalb die große Hoffnung der Stadt. Und dann passiert aber auf einer Party was, was den einen Eishockeyspieler in Verruf bringt. Und es geht dann darum, wie diese Kleinstadt damit umgeht. Und das Buch schließt quasi direkt an die Ereignisse an, die im ersten Band geschehen sind. Also man kann es unabhängig lesen, aber ich finde trotzdem, dass man den ersten zuerst lesen sollte. Mich hat das Buch unfassbar berührt. Ich habe geheult. Echt, es war so gut. Ich habe so viele Stellen darin markiert. Ich kann es echt jedem nur empfehlen. Und es war so ein toller gesellschaftskritischer Roman. Also hat mich echt von den Socken gehauen und kann ich echt jedem nur empfehlen. Hat von mir 5 Sterne bekommen, brauche ich glaube ich nicht sagen. Hört man auch so raus. Und dann habe ich eine Reihe zu Ende gehört als Hörbuch, nämlich Land of Stories. Da habe ich den 6. Kampf der Welten gehört. Und in Land of Stories geht es um Alex und Connor Bailey, 2 Zwillinge, ja, Zwillinge, die eben ihren Vater verloren haben und als Trost von ihrer Großmutter ein altes Märchenbuch geschenkt bekommen, aus dem die früher zusammen gelesen haben. Und durch einen Zauber landen sie dann aber in dieser Märchenwelt und lernen eben Rotkäppchen, den großen bösen Wolf, die böse Königin und den Froschkönig und sowas alles kennen. Und das ist eine so coole und witzige Welt. Und ich finde einfach, also ich habe die ab dem 2. Band alle als Hörbuch gehört, dass der Rufus Beck die so super liest. Also als Hörbuch kann ich die auch empfehlen. Die sind, glaube ich, auch alle bei Spotify. Und das hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen. Und der Abschluss der Reihe war auch wieder gut, würde ich sagen. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich fand, ab dem 4. hat die ganze Geschichte halt so ein bisschen nachgelassen oder es wurde vieles wiederholt.
Ich fand das Ende auch schön auf jeden Fall. Und jetzt mache ich weiter mit Tale of Magic. Ja, Tale of Magic gerade. Und guck mal, wie mir das gefällt. Das soll ja die Vorgeschichte zu Land of Stories sein. Dann habe ich zusammen mit meinem Freund noch ein Hörbuch gehört für die Fahrt nach Schweden und so weiter, hatten wir uns das rausgesucht. Und da haben wir, das muss ich jetzt vorlesen, wahrscheinlich spreche ich den Namen auch falsch aus, haben wir von Aðalur Indridason, keine Ahnung, ist isländisch, ich beherrsche isländisch nicht, Menschensinne gehört. Das ist ein Buch, das gibt es glaube ich auch gar nicht mehr so als normales Buch, wenn nur noch gebraucht. Es war aber auf Spotify als Hörbuch und ist aus der Reihe rund um Inspektor Erendur, glaube ich, wurde er ausgesprochen. Und das Ganze hat super spannend begonnen. Es ging eben um ja, einen Mann, dessen Bruder in einer Nervenheilanstalt sitzt und der immer verrückter wird. Der ist nämlich so ein bisschen schizophren und der bringt sich um, der stürzt sich aus dem Fenster und sagt davor aber noch was sehr Komisches über seine Vergangenheit in der Schule. Und zeitgleich wird ein alter Lehrer ermordet und verbrannt und das wäre eben der Lehrer dieses Typen. Und dann wird halt ermittelt. Der Anfang war super spannend, hat auch super, also so die erste Hälfte, die war voll gut. Und dann wurde es irgendwann irgendwie ein bisschen merkwürdig, fand ich. So ein bisschen in die Richtung Science Fiction ging es irgendwie. Also es ging halt hinterher ums Klonen und so weiter. Und das war mir zu abgedreht und hat mir einfach gar nicht gefallen. Das Ende fand ich richtig kacke und dann hat sich es irgendwie auch nur noch gezogen. Und darum hat das Ganze nur 2 Sterne von mir bekommen. Wir haben auch noch nicht den zweiten weitergehört. Und ich weiß auch nicht, ob die deshalb nicht nochmal neu aufgelegt wurden, weil ich habe nämlich gesehen, dass spätere Bände aus der Reihe, die wurden jetzt mit neuen Covern neu aufgelegt, aber die nicht. Vielleicht sind die einfach wirklich nicht so gut angekommen und ich müsste mal meine Zwangsstörung durchbrechen, dass ich nicht immer alles der Reihenfolge nachlesen und hören muss. Aber ja, das hat mir irgendwie nicht so gefallen, ich weiß nicht. Aber vielleicht geben wir einem anderen Hörbuch davon nochmal die Chance. Naja, so probiert man Sachen aus, ne? Und dann habe ich ein Buch gereadet. Mein Plan war eigentlich nämlich, den zweiten und dritten Band dieser Reihe zu lesen, damit ich die Reihe durch habe. Und ich habe den ersten Band aber irgendwie vor 3 oder 4 Jahren gelesen und darum nicht mehr alles so auf dem Schirm, oh, fast gar nichts mehr auf dem Schirm gehabt. Und wollte den rereaden, aber letzten Endes habe ich nur den gelesen in meinem Urlaub. Ich müsste jetzt die anderen beiden noch hinterher schieben, wo ich nicht mehr im Urlaub bin. Ich rede von der High-Fantasy-Geschichte von Laura Knell aus dem Piper Verlag, Die Krone der Dunkelheit. Eine wirklich gute, solide Fantasy-Geschichte, die aus mehreren Sichten geschrieben ist. Es geht zum einen um Freya, eine Prinzessin von Melidrian. Ne, Melidrian war das andere. Von Torbia. Also es geht einmal um eine Prinzessin, die sich für Magie interessiert. Diese Magie ist aber eigentlich verboten in ihrem Land. Und sie will die Magie aber nutzen, um ihren Zwillingsbruder zu finden, der vor einigen Jahren verschwunden ist. Dann geht es um eine junge Frau, die sich freiwillig als Wächterin melden will, um die Menschenwelt zu beschützen vor sogenannten Elver. Das sind so Magiemonster, sage ich mal. Und die es aber ziemlich schwer hat, weil an dieser Mauer eben eigentlich nie Frauen da waren. Und sie muss sich dann eben so ein bisschen beweisen. Dann geht es noch um Larkin, einen dieser Wächter, der aber in Verruf geraten ist und gerade in einem Gefängnis schmort. Und dann geht es noch um Kieran, einen jungen Prinzen der Feywelt. Das ist eben diese Welt, mit der die Menschenwelt vor einigen Jahren halt in Krieg, also oh, vor ein paar Jahrhunderten, Hunderten Krieg geführt hat. Das ist immer so kompliziert, so High-Fantasy-Geschichten so gut zu erklären. Und die treffen eben alle aufeinander. War sehr cool gemacht, hat mir gut gefallen. Die Charaktere waren mir sympathisch. Ich fand manches ein bisschen vorhersehbar, aber okay, ich hatte es ja auch schon mal gelesen. Es hat aber gute 4 Sterne von mir bekommen. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich bin jetzt gerade im zweiten Teil. Und ich finde das Cover auch mega schön, muss ich sagen. Leider habe ich den zweiten und dritten Band noch nicht als Buch hier. Die müssen auf jeden Fall also noch bei mir einziehen. Aber wenn ihr eine gute High-Fantasy-Geschichte wollt, kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Für mich geht das so ein bisschen in die Richtung von Throne of Glass, also so von dem Feeling her, nicht von der Thematik. Aber ich könnte mir eben gut vorstellen, dass es auch Lesern von Throne of Glass gefallen würde. Ja, und das waren die ganzen Bücher, die ich im Februar gelesen habe. Und falls ihr auch eins der Bücher gelesen habt, dann könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu sagen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.